Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Dufter Typ wieder mal am Start. Und wo sind wir denn eigentlich gerade angekommen? Ah ja, genau. Wir sind gerade noch in Lefalum. Und ich würde mal behaupten, wir düsen jetzt mal langsam in die nächste Richtung. Und zwar nach Kaim. Um dort endlich mal voranzukommen. Ich glaube, das können wir auch mit Schnellreise machen oder so. Wir probieren es einfach. Jo. Rein ins Auto. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Wir gehen nochmal hier ganz kurz ein bisschen durch. Okay, da kommen wir nicht hin. Prüfen nochmal den ganzen Kram hier. Wenn wir hier zu neuen Ufern lang fahren. Dann fahren wir da unten lang. Naja, eigentlich könnten wir. Nein, ich habe gesagt, wir machen mal langsam hier weiter mit der Main Quest, also machen wir das auch. So, und nebenbei muss ich nochmal hin und wieder in meinem Tee schlürfen. Ganz ungewöhnlich für mich. Aber. Also mein Husten geht seit einigen Tagen nicht weg. Das heißt, wenn ich auf einmal abrupt mein Mikrofon ausschalte, wisst ihr, okay, es ist soweit, Hustenreiz legt los und nee, alles nicht so ganz schön. Super. Lecker, so ein Hustentee. Boah. Voll Spinne. Na gut, das soll mich nicht davon abhalten, für euch immer noch weiter Videos aufzunehmen. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Ja, meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Genau, das kannst du nämlich gar nicht. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Hey, warum ist denn Dave hier? Die Königsgräber gibt's wohl nicht nur in Luzis. Aber die Fähren fahren doch nicht. Deswegen recherchieren wir gerade in Büchern. Buchstabenjäger, was? Das ist mal interessant zu wissen. Wie sieht es hier mit unseren Gegenständen aus? Heiltränke, Supertrank, alles noch parat. Was haben wir da drüben am Start? Dieser Chor ist echt toll. Erzähl mir was Neues. Oder hast du dich verliebt? Nein, nun ja, nicht wirklich. Ich meine, er ist so beschäftigt. Chor, ja, General Chor, von dem haben wir aber auch schon länger nichts mehr gehört, ne? Was ist mit dem jetzt passiert eigentlich? Seltsames Stück. Egal. Wir düsen jetzt erstmal nach oben, reden mal mit, entweder mit Iris oder mit Sydney, einer von beiden. Die warten dort oben auf uns. Ja, komm, beweg dich, Noctis, du Schlawiner, du. Immer schön auf der Hut sein, geradeaus laufen, fröhlich sein, durch die Gegend springen. Genau so macht man das, wenn man gute Laune hat. Immer wirst du heiraten, mein Freund. Ich hoffe, dass zumindest ein Altissia geheiratet wird. Oh, Prompto will was. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Ja, komm. Gut, aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Naja, dann machen wir doch noch einen kleinen Abschnitt. Was ist das denn hier? Ach, das ist das Haus. So, erstmal fotografieren. Eine gute Wahl. Wow. Also los geht's. Nicht gerade die beste Tageszeit, um zu fotografieren. Fotozeit. Wunderbar. Wo kommt denn Iris auf einmal her? Fotobomb. Also, ist schon bereit gespeichert. Großartig. Toll. Und jetzt ist hier eine Quest offen wieder. Egal, die nehmen wir trotzdem. Ach, bei Iris direkt, oder was? Nee, im Haus.
Na dann, öffnen wir doch mal die Tür. Das war jetzt seltsam geöffnet. Ey, du hast eine Aufgabe für uns. Alles klar? Ja, danke. Hm? Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so. Ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Ach, wie lieb von Noctis. Kostet sicherlich so 5000 oder so. Was? Vielen Dank, Prinz Noctis. Hey, schau mal, was ich finden kann. Ist also ein Kaktor-Fan. Wir sollten ihm einen kaufen. Der Junge kommt nach seinem Großvater. Ein außergewöhnlicher Geschmack. Wir sollten in den Läden in Lucis nach den anderen Farben Ausschau halten. Gute Idee. Nicht wahr, Noct? Finde ich auch. So, und da oben ist noch eine Quest. Ist natürlich die Frage, welche Quest kommt zuerst? Schau mal, ob die hier hinter ist oder ob die da drin ist. Ha, sie ist hier hinter. Die Katze. Oh, du bist doch die Katze vom Galdinkai, oder? Muss schon sagen, hast ja eine ganz schöne Reise hinter dir. Und? Hast du wieder Hunger? Wie sollen wir denn hier was zu essen finden? Ob sich hier irgendjemand mit Katzen auskennt? Ich würde einfach mal Monika fragen. In Insomnia hatte sie mehrere Katzen zu Hause. Ach was? Monika mag Katzen, sagt ihr? Ob wir uns den Weg zum Galdinkai sparen können? Weiß nicht. Katzen sind ziemlich eigensinnig. Das unterschreibe ich sofort. Dich hat's ja richtig erwischt. Okay, wieder eine Aufgabe, die wir machen, sobald wir zurück sind. Aber erstmal nach Altissia. So, was haben wir hier? Einsteigen. Möchtest du an Bord nach Altissia fahren? Ja, sonst wäre ich nicht hier, meine Damen und Herren. Oh, perfekt. Wir bereiten uns auf die Überfahrt vor. Ich bin bald bei dir. Was nehme ich denn? Ich bin bald bei dir. Das hört sich so gut an. Ist das der Sinn auf dem Bild gewesen? Also ich finde ja schon, dass sie oder dass er ein bisschen verliebt wirkt. Also ein Stück weit, aber nur leider. Ansonsten lässt ihn die ganze Chose hier, finde ich, doch ziemlich kalt. Und vor allem, ich frage mich, was der Sinn dahinter ist, weil diese Hochzeit war eine Bedingung um den Waffenstillstand. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Oh, perfekt. Um den Waffenstillstand zwischen dem Imperium und Lucius, also Insomnia, zu gewährleisten. Noct, das Boot ist startklar. Perfekt. Ich habe jetzt noch nichts anderes erwartet. Ey, ich wollte das lesen. Ah. Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein.
darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den dreien losgeschickt hat. Vertraue ihm, immer. Okay. Wie du meinst? Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Schön, noch ein Magieflakon. Aber das ist gut, wir sollten mal unsere Flakons aufbauen. Muss ich da jetzt rüberspringen oder was? Lass mal hier gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwo Gegenstände. Ne? Ist ja nicht so, dass es wirklich ein super Trank. Perfekt. Und hüpf. Hey. Hüpf. Ich will ja jetzt aufs Schiff. Hüpf. 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 Worauf wartet ihr? Na geht doch. An Bord, ihr Landratten. Unelegant. Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder. Du bist doch König. Klar. Verlass dich drauf. Na, das war jetzt ein schnelles Kapitel. Kapitel 8, 7, glaube ich, beendet. 8 beendet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ab nach Altissia. Gucken wir mal. Das Bild sieht mehr aus. Das ist okay. Noctis, wie er in Büchern rumgeistert. Ja, klar. Foto vom Foto. Ist immer gut. Ey, das ist mal ein nices Bild. Das behalten wir auch. Und das ist auch nett. Das können wir auch behalten. Weiter geht's. Schwere Schicksale. Noctis und die anderen verabschieden sich von ihren Freunden in Kaim und stechen in See. Der Prinz ist guter Dinge, in Altissia den Segen der Wassergöttin zu erhalten und seinem Ziel, das Imperium zu vernichten, einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig hofft er auf ein Wiedersehen mit Luna Freya. Oh, ist das so? Hofft er das alles? Haben wir noch nicht so viel von mitbekommen, von seinen Hoffnungen und Wünschen. Aber egal, wir glauben dem Ganzen einfach mal, ja. Und die Sache ist gelaufen, alles cool. Ich bin jetzt echt gespannt, Altissia wird, denke ich mal, unglaublich interessant. Egal, mal schauen, ob dann mal eine Zwischensequenz oder so kommt. Wäre auch immer was Schönes. Ist ziemlich spärlich in diesem Spiel hier. Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sicher einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Alles klar. Ihr nicht auch schon immer mal eine Reise auf dem Boot machen?
Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. Das sieht aus, als würde der Horizont nie ein Ende nehmen. Toll, dieses Gefühl von Freiheit. Es dauert eine Weile, bis wir in Altissia sind. Wir können die Überfahrt in vollen Zügen genießen. Jetzt dauert's nicht mehr lang. Dann sind wir an fremden Ufern. Altissia, die Stadt der Kanäle und Brücken. Endlich da, wo wir von Anfang an hin wollten. Was für eine Odyssee. Am Ziel sind wir aber noch nicht. Bei Leviathan, meinst du? Bin mal gespannt, wie die Wassergöttin so drauf ist. Sehr aufbrausend, wenn man den Legenden Glauben schenkt. Hin müssen wir so oder so. Schließlich können wir Luna nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen. Freust dich sicher schon, sie wiederzusehen, oder? Luna? Ja. Klar. Muss doch wissen, ob's ihr gut geht. Ja, das hat oberste Priorität. Wenn nur die imperiale Besatzung nicht wäre. Ach so, machst du dir deshalb Sorgen um Luna? Zu Recht. Niflheim will schließlich den Ring. Und wie ich unsere Feinde kenne, ist ihnen nicht einmal das Amt der Kanagi heilig. Ohne den Ring ist der Kristall nämlich völlig nutzlos für sie. Ah, verstehe. Aber sag mal, wieso hat Luna den Ring überhaupt? Wenn ihr mich fragt. König Regis muss ihn ihr vor seinem Tod in Insomnia anvertraut haben. Damit sie ihn sicher nach Altissia bringt. Zu Nacht. Von dieser Bürde will ich sie befreien. Bis dahin kann Leviathan warten. Wo wir gerade beim Thema sind. Der imperiale Oberkommandant. Ja? Erinnert ihr euch an seine Armprothese? Ja, vergesse ich nicht so schnell. Er soll sich in Insomnia verletzt haben. Aber bei dem Unfall verlor er nicht nur seinen Arm. Er gewann auch neue Kräfte. Echt? Müssen ja ziemlich gewaltig sein, wenn man ihn danach direkt zum Oberkommandanten befördert hat. Auf mich wirkten sie fast schon übermenschlich, ehrlich gesagt. Hab's auf seine Abstammung geschoben, aber... Damit hat sicher auch was zu tun. Aber du hast schon recht. Unheimlich war's. Würde gern wissen, was ihm wohl passiert ist. Und noch ein Gerücht erzählt man sich. Davos soll jetzt das Schwert seiner Majestät bei sich tragen. Bitte was? Was bedeutet das für uns? Kann er da irgendwie Kraft draus beziehen? Falls ja, dann scheint er davon jedenfalls keinen Gebrauch zu machen. Er scheint es nicht einmal im Kampf als Waffe einzusetzen. Vor dem Kanzler kneift er auch weiter in den Schwanz ein, wie ein feiger Hund. Und trotzdem hütet er die Waffe des Feindes wie einen Schatz. Was hat der Typ wohl vor? Wer weiß. Ob die Niffen uns in Altissia wieder dazwischenfunken werden? Davon gehe ich aus. Titan haben sie schließlich auch nur angegriffen, um zu verhindern, dass Nocht sich die Kräfte der göttlichen Sechs aneignet. Bei Titan sind wir ihnen zuvorgekommen. Dank Aden. Frag mich, wo der wohl gerade steckt. Der Kanzler und seine Ziele lassen mich ratlos zurück. Bei unserem Treffen auf Ravus hat er uns auch die Haut gerettet. Hätte ich gerne drauf verzichtet. Auf den ersten Blick wirkt er sehr hilfsbereit. Aber ich traue dem Kerl einfach nicht über den Weg. Ob der wieder mal aufkreuzt? Das will ich doch nicht hoffen. Ignis hasst ihn. Ist ihm wohl zu seriös? Das ist es nicht. Wie Gladio traue ich seinen Absichten nicht. Er hilft uns nicht aus reiner Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn wir in der Klemme steckten, schien es ihn auffällig zu freuen, dass er uns helfen konnte. Wo du sagst? Seid ihr euch sicher? Nein. Aber genau deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wann sind wir denn endlich da? Wie, ist dir langweilig? Etwa nicht. Soweit das Auge reicht, nichts als Wasser. Haha, wie war das gerade noch mit dem unendlichen Horizont und dem Gefühl von Freiheit? Ich hoffe, du hast den Ring bald wieder. Luna bringt ihn nach Altissia. Das ist gut. Ist schließlich der Stolz eurer Familie. Wer sagt das? Die Bürde eines Königs liegt schwer, seid ihr dessen bewusst. Doch sie schultern zu dürfen, ist eine Ehre. Schade, dass ich Regis als König nur von Fotos kenne. Wie jetzt? Du warst bei der Krönung nicht dabei? Nein, war zu der Zeit nicht in Insomnia. Aber eingeladen schon, oder? Ich bin mit deinem Vater nicht im Guten auseinandergegangen. Ach so? Aber den Kontakt habt ihr gehalten. Irgendwann haben wir uns ausgesöhnt, aber gesehen habe ich ihn nie wieder.
Ich hätte nicht so stur sein sollen. Tja, mit dem Alter kommt die Einsicht. Der Regalia ist zwar an Bord, aber ihr braucht ihn in Antissia sicher erstmal nicht, oder? Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Gut, werd den Wagen in Schuss halten. Naja, wird sicher nicht schwierig sein. Schließlich hat Sidney sich gut drum gekümmert. Du hältst große Stücke auf sie, was? Ja, sie hat sich vom Schicksal nicht unterkriegen lassen. Hä? Vom Schicksal? Der Tod ihrer Eltern? War ganz schön hart für sie. Sie war alt genug, um alles genau mitzukriegen. Sie wirkt ziemlich unbeschwert, nicht? Ja, ich mag ihre fröhliche Art. Das hat sie sich hart erarbeitet. Du warst sicher schon oft in Altissia, was? Nur ein einziges Mal. War allerdings ein längerer Aufenthalt. Wie ist die Stadt? Ziemlich groß. Groß, aha. Und ganz anders als Insomnia. Anders also, Du wirst schon sehen. Fremde Kulturen lassen sich oft schwer beschreiben. Der Tapetenwechsel wird euch gut tun. Ich störe euer angeregtes Gespräch ja nur ungern, aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, ist nicht mehr weit. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Als erstes müssen wir ein Zimmer finden. Immer nur Arbeit im Kopf. Ignis, du Langweiler. Einer muss ja für euch mitdenken. Ihr könnt gerne draußen schlafen. Ein Hotel ist es nicht, aber ich kenne da einen Laden. Oh. Gehört Wescan, einem alten Freund von Regis und mir. Der andere Typ auf dem Foto in der Werkstatt? Genau. Betreibt eine Art Bar oder so. Könnt ihr mal vorbeischauen. Gut. Hat der Laden einen Namen? Klar. Wie hieß der noch? Margo war's, glaube ich. Bestens. Auf Wes ist Verlass und sicher hat er auch noch ein paar Geschichten von deinem Vater auf Lager. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Lunafreya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Hey, ihr da! Den Passierschein! Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal. Weiterfahren. Den hast du beantragt? Nee, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend. Wunderbar. Ich habe jetzt bewusst nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, das ist so viel Gerede und es gibt auch endlich mal ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was eigentlich passiert ist und warum es vor allem passiert ist. Und ja, dann wollen wir mal losgehen und uns ein bisschen es in dieser... Es gibt auch noch eine Reisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? In dieser wunderschönen Stadt mal bereit machen. Ein bisschen Venedig, würde ich sagen. Auf jeden Fall hier mit den Gondeln und so weiter. Definitiv. Das sieht mir schon wieder nach einem Gegenstand aus, der hier irgendwo rumflattert. Weit gefehlt. Nicht schlecht. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Na gut, wir wollen... Gucken wir mal, ob wir hier einfach so in die Stadt kommen. Stehen bleiben! Deshalb reißen Sie ein! Also...
Ich würde sagen, wir schicken Ignis vor. Ignis, Hilfe! Wenn's sein muss. Wir möchten in Accordo trophologische Studien betreiben. Ihre Küche wird schließlich in ganz Eos gerühmt. Oh, na, wenn das so ist, dann wünsche ich gutes Gelingen. Du bist mir was schuldig. Hab ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, so kriegen wir das Ganze auch ohne Aufsehen hin. Sehen wir uns den Laden mal an? Klar, man sieht sich bei Margot. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Super, Margot suchen. Diese... Mal gucken, wir reden mal mit denen. Per Gondel durch die Stadt des Wassers. Altissia lässt sich am besten bei der Gondelfahrt durch die zahlreichen Kanäle erkunden. Ob Listro Park oder die Arena Galviano. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten werden direkt angefahren. Und die Aussicht von den erhöhten Wasserwegen ist einfach phänomenal. Wirklich eine große Stadt. Das kann ich mir nach... Das kann ich verstehen. Na, vielleicht können wir mal so eine Gondelfahrt noch machen, aber ich denke mal jetzt nicht. Erstmal laufen wir hier ein bisschen rum, gehen ein bisschen spazieren. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Hast du gehört? Die Ausstellung von Lunafreyas Kleid ist verlängert worden. Wie? Das Hochzeitskleid von Vivian Westwood? Aber zum Trauern besteht doch kein Grund mehr. Zum Feiern aber schon. Schließlich lebt die Kanagi noch. Ich schau's mir auf jeden Fall an. Meint ihr, es geht um das Kleid aus dem Zeitungsartikel? Vermutlich. Der Name der Designerin war derselbe. Gehen wir hin? Willst du das dem armen Noct wirklich antun? Die Hochzeit wurde schließlich abgeblasen. Naja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Wer weiß. Vielleicht kommen wir unterwegs hier dran vorbei. Ich muss noch einkaufen. Ich dachte, wir wollen hier heiraten. Deswegen sind wir hier. Na gut. Was für ein Strand. Wissen wir Bescheid. Der perfekte Ort für ein Date. Aber wir wandern hier jetzt erstmal durch die Gegend. Köstlicher Duft. Ich würde mal sagen, wir gehen als allererstes mal wirklich rüber zu dem. Zu diesem Bistro, zu dieser Bar, zu dieser Kneipe. Bevor wir. Vivian Westwood soll gleich am Ende dieser Treppe sein. Was? So viele Stufen? Wir sind wahrlich nicht die einzigen Interessenten. Ah, wollen wir das kurz machen? Gucken wir uns doch mal schnell das Kleid an. Warum denn auch nicht? So, Symbol des Friedens. Wenn das gleich hier um die Ecke sein soll. Karte? Da. Wird nicht angezeigt. Gleich hier um die Ecke, sagt sie. Lass mal gucken. Die Treppe rauf hier. Ein kleiner Abstecher hat noch nie jemanden geschadet. Und zum Glück gibt es jetzt... Moment, vielleicht kann er mir helfen hier. Hallo? Napoleon? Sag mir, wo ist? Da bist du nicht irgendwie im falschen Land? Das ist doch Italien hier. Junge, Junge, Junge. Also irgendwas passt hier nicht. Hopp. Entschuldigung. Wissen Sie, wo das Kleid der Kanagi ausgestellt wird? Einfach dieser Straße zur Residenz folgen. Allerdings sieht man in dem Gedränge vorm Schaufenster kaum was. Vielen Dank. Zum Glück trage ich hohe Absätze. Klang sehr glücklich. Luna scheint echt beliebt zu sein, was? Na, der Eindruck drängt sich geradezu auf. Noct, sehen wir uns das mal an. Was denn? Gehen wir mal weiter, wenn das hier entlang ist. Das klang so, wie in diese Richtung hier. Das Hochzeitskleid ist wunderschön. Wenn ich mal heirate, dann in so einem. Aber sicher, Schatz. Und ich nehme den Anzug des Prinzen. Ganz sicher nicht. Als Trendsetter, hört, hört. Tut gut. Diese Unbeschwertheit hier. Da ist es. Ha. Was für ein Andrang. Kein Wunder. Das Kleid ist ein Meisterwerk. Die Leute sehen so glücklich aus. Bei dem Anblick wird einem richtig schön warm ums Herz. Stimmt. Ein Glück, dass Luna noch lebt. Nicht wahr, Noct? Ja.
Die Leute sehnen sich nach Frieden. Und die Hochzeit war ein Symbol dafür. Wir sollten unseren Job hier machen und die Feier dann schleunigst nachholen. Gute Idee. Ich denke drüber nach. Versprochen. Würde mich gerne ausruhen. Okay. Ach Mensch, das ist ja perfekt. Das ist ja direkt hier um die Ecke dann gleich das nächste. Ja, dann würde ich sagen. Kommen wir hier runter? Ne, hier unten ist es wohl nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob es überhaupt auf dieser Ebene ist. Kommen wir hier irgendwo durch? Das sieht so aus, dass man hier durch muss. Irgendwo. Ach, hier kommt man wahrscheinlich durch. Durch diese komische dunkle Gasse hinab. Dann kann man hier vielleicht... Oh. Okay, das ist ein bisschen unheimlich hier. Leicht zum Verlaufen. Kann man da noch ein Stück weiter runter? Ja, hier kommt man noch weiter runter. Also es sieht mir nicht aus wie eine Kneipe. Ganz ehrlich. Mein guter Freund. Das hat ein... Das ist mir aber ein bisschen dolle versteckt. Wahrscheinlich sieht es nicht aus, dass man hier weiterkommt. Um diese Zeit... Sieht die Stadt einfach wunderschön aus. Ah, hier kann man so Kram auffüllen. Das ist ja witzig. Maximale Kapazität. Ich sage hier, wir sollten mal ein bisschen hier Kram auffüllen. Wir wissen ja jetzt, zumindest hier gibt es sowas. Maximale Kraft haben wir hier auch. Vielleicht hätten wir hier weiter hochgemusst oder so. Das ist ja doch auf ziemlich vielen Ebenen der ganze Spaß. Moment, ich guck mal hier. Wir müssen da nach unten. Es kann natürlich auch sein. Das ist so ein bisschen verzweigt und verwirrt. Okay, passt auf. Wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 15. Und ja, dann denke ich mal, wird das Ganze...